Wir gefriertrocknen verschiedene Cookies und bleibt bis zum Schluss dran, denn da seht ihr schon das Ergebnis. Wir starten mit den Twix-Cookies und da die Twix so gut funktioniert haben, hoffe ich, dass die genauso funktionieren. Weiter geht's mit den Bounty-Cookies. Leute, ich hasse Kokosnuss, wie sieht's bei euch aus? Dann machen wir auch schon weiter mit den Mars-Cookies. Und ich finde, die sehen richtig lecker aus. M&M's-Cookies durften auf gar keinen Fall fehlen und ich bin so gespannt, was mit den M&M's passiert. Meiner Meinung nach kommen jetzt die besten Cookies und das sind die klassischen. Und ich kenne wirklich niemanden, der die nicht mag. Und Streitthema Nummer 1 sind diese Softcakes. Leute, die sind so widerlich. Wer bitte mag die? Ich sag's euch ehrlich, diese Orangenfüllung macht wirklich alles kaputt. Die Cookies kamen dann in die Maschine und nach ein paar Stunden waren sie auch schon fertig. Und wie ihr sehen könnt, seht ihr nichts. Weder beim Twix-Cookie, noch beim Bounty-Cookie, noch beim Mars-Cookie, noch beim M&M-Cookie, noch beim klassischen Cookie und noch beim Softcake hat sich irgendwas verändert. Also ein absoluter Fail.